Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Eine Wahl, nämlich die Bundespräsidentschaftswahl, wirft bereits ihre Schatten voraus. Zwei Parteien werden wahrscheinlich nicht antreten. Der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat es noch nicht bekannt gegeben, aber die meisten politischen Insider gehen fix davon aus, dass er antreten wird. Und ziemlich viele Spaßkandidaten sind im Rennen und die FPÖ, ob die eine Spaßpartei ist oder nicht, werden wir dann mit Heimo Leposchitz besprechen. Und damit guten Abend zum Duell Heimo Leposchitz von FPÖ-Berater von rechts und Robert Miesig von links, Publizist und ehemaliger Berater, Autor der, was immer du sagen magst, wird richtig sein. Biografie, vielleicht auch Berater. Guten Abend. Von Christian Kern, ja. Von Christian Kern, nicht ja. vom Rest. Fangen wir mit der Bundespräsidentschaftswahl an und ich glaube, da teilst du die Hypothese, Van der Bellen wird wieder antreten, wenn alles nach Plan läuft. Und die FPÖ möchte ja auch antreten. Aber mit wem eigentlich? Das ist eine spannende Frage. Bei Van der Bellen sehe ich auch, dass er antreten will. Man hört ja auch, dass seine Frau unbedingt Präsidentin bleiben will. Ihm wäre es, was man hört, relativ egal. Aber ich glaube, da wollen sehr viele noch im Präsidentschaftsbüro bleiben, was ich völlig verstehe. Und wir werden, glaube ich, eine relativ... Aus derzeitiger Sicht, man weiß ja nie, was kommt. Ne? Wir sollen immer vorsichtig sein mit dem, was an Prognosen ist. Eine relativ unspannende Wahl bis jetzt sehen, weil bis jetzt interessiert sich kein Mensch dafür. Nicht einmal Van der Bellen hat noch gesagt, aber Antritt, was auch gescheit ist, weil je später, desto besser. Wir haben Kandidaten wie den Chef der Bierpartei, den Marco Bogo, der ja vielleicht so positiv zu sehen ist, dass er Leute, die sonst nicht wählen würden, zur Wahlurne bringen. Man muss überall was Positives sehen. Und wir haben meinen lieben Freund Gerald Groß, den ja jeder von, auch am Sender, den du ja auch sehr gut kennst, der antreten will, der gar nicht so schlechte Karten derzeit in den Umfragen hat. Und wir haben die Freiheitlichen, die sich nach meinem Wissensstand sehr, sehr spät entscheiden werden, wen sie ins Rennen schicken werden. Also das ist auch Tradition, das ist auch logisch, weil je später, desto mehr hast du diese, wie wir jetzt machen werden, diese Personaldiskussion, du bist im Gespräch und du sparst natürlich auch das Geld für einen Wahlkampf, weil, was man dazu sagen muss bei der Bundespräsidentschaftswahl, es gibt keine Wahlkampfkostenrückerstattung. Du kannst so gut sein, wie du willst, aber du kriegst kein Geld dafür. Also ist das de facto eine Investition, die man maximal in die Zukunft sehen muss. Ne? Und als Partei, was bringt es den Blauen, wenn sie antreten, wen sollten Sie nach vorn stellen, wo haben Sie Defizite, die man ausgleichen muss? Man muss das unter dem Zusammenhang sehen und das wird, glaube ich, eine sehr spannende Entscheidung werden. Die letzte Bundespräsidentschaftswahl hat ja das Land völlig polarisiert. Damals war es monatelang Kopf an Kopf Alexander Van der Bellen gegen den damaligen FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer. Was bedeutet das dieses Mal, wenn de facto SPÖ und ÖVP sagen, wir stellen keinen Gegenkandidaten auf, Alexander Van der Bellen gilt als de facto sicherer Gewinner und wenn da nur so Spaß Vögel antreten? Naja, das bedeutet jetzt mal nicht so viel, weil das ist ja jetzt nicht das erste Mal in der Geschichte, dass du einen Amtsinhaber hast, der für eine zweite Amtszeit kandidiert, wo dann die großen Parteien keinen Kandidaten aufstellen, auch die sozusagen vorher konkurrierend waren zu diesem Kandidaten. Ich erinnere an Kirchschläger, den die Sozialdemokraten aufgestellt haben, der bei der zweiten Wahl natürlich keinen ÖVP-Gegenkandidaten hatte. Umgekehrt galt das auch für Thomas Klestil, wo die SPÖ damals auch keinen Gegenkandidaten oder keine Gegenkandidatin aufgestellt hat. Weil es auch einerseits klar ist, dass diese Person, nachdem sie vielleicht bei einer Konkurrenzwahl gewählt worden ist, dann doch eine vereinigende Position hat, repräsentierend alle Österreicherinnen und Österreicher. Und außerdem weißt du, was hast eh keine Chance, es zu gewinnen gegen einen Sitting Candidate, wie man so sagt, oder Amtsinhaber. Das heißt, das wäre nicht so wahnsinnig überraschend und auch nicht so neu und wäre jetzt sozusagen auch kein Defizit der Demokratie. Ja? Weil dann hätten wir eine sehr defizitäre Demokratie auch in der Vergangenheit gehabt und da sind wir gut damit gefahren. Insofern sehe ich da auch kein großes Problem, wenn der Präsidentschaftskandidat Van der Bellen antritt, der Präsident Van der Bellen antritt. Was wir noch nicht wissen, also ich sehe das jetzt nicht so hundertprozentig sicher, dass er antritt, aber natürlich gehe ich auch davon aus, dass es so ist. Okay.
Was bedeutet das eigentlich für die FPÖ? Es gibt jetzt Umfragen, die zeigen, dass der Gerald Groß, Ex-FPÖ, Ex-BZÖ und hier den Leuten bekannt von seiner Sendung, gemeinsam mit Sebastian Bornmena als Politblogger oder als was auch immer er sich gerade bezeichnet, wenn der in der Umfrage vor einer abgefragten FPÖ-Kandidatin Susanne Fürst steht. Ja, die sind ungefähr pari, soweit ich das gesehen habe. Und man darf nicht vergessen, auch der Norbert Hofer hat mit 8% gestartet in den Umfragen. Und wie sich das dann entwickelt hat, war dann stärkster in der ersten Runde. Also da auf diese ganzen Umfragen, solange noch nichts irgendwie gestartet ist und die Wahlkampfmaschinerie der FPÖ, die wird funktionieren, die funktioniert immer, das können sie. Und also da wird sicher ein besseres Ergebnis werden. Und man weiß ja nicht einmal, wer antritt. Das ist ja nur eine hypothetische Kandidatin. Und die Susanne Fürst ist ja jetzt noch nicht wirklich super bekannt. Das muss man auch dazu sagen. Also eine gute Abgeordnete, die gute Arbeit leistet, ist im Urschuss relativ aktiv, aber trotzdem jetzt noch bei weitem nicht im Superstar-Modus drinnen, den man für die Bekanntheit braucht. Das schafft aber eine Wahlkampagne, das schaffen die TV-Diskussionen. Das schaffen wir schon, wenn wir heute über sie reden, in all diesen Dingen. Und dass man Gerald Groß nicht unterschätzen soll, also man soll nie den Gerald unterschätzen. Der hat eine sehr große Fanbase, auch gerade im Social-Media-Bereich. Der hat eine unglaubliche Reichweite. Also ich würde den Gerald nicht unterschätzen, auch in seinem Netzwerk und Leute, die ihn auch teilweise unterstützen und beraten. Man würde sich teilweise, wer ist denn das? Darf ich nicht sagen, aber man würde sich teilweise wundern, sogar aus dem roten Bereich. Also da sind schon ein paar Leute am Werk, aber natürlich wird sich da im Endeffekt die FPÖ in dem Match gegen den Gerald Groß selbstverständlich durchsetzen. Alles andere wäre ein Wunder. Mhm. Welches Potenzial gibt es so Kandidaten wie Gerald Groß und andererseits Marco Pogo, der lustig klingt, der aber in Wirklichkeit Musiker, Arzt ist, also der weiß schon, wovon er redet, aber es auch eher mit Humor anlegt als mit klassischer Parteipolitik? Naja, das Potenzial ist, das muss man ein bisschen auseinander dividieren, weil die müssen erst mal zum Kandidaten werden. Und das ist in Österreich nicht so einfach, weil du brauchst 6.000 Unterschriften, die müssen notariell beglaubigt sein. Da hast du natürlich die schwierigste Form, nämlich, dass du die Leute einzeln dazu motivierst, zu irgendeinem Notar zu gehen. Es ist dann hart, ja. Oder du machst es auf irgendeine Art und Weise, dass du bei einer Veranstaltung dann halt irgendwie das organisiert hast schon. Es ist aber trotzdem schwierig, 6.000 Unterschriften zusammenzukriegen. Man soll diese organisatorischen Aufwand, das hinzukriegen, nicht unterschätzen. Da sind schon andere gescheitert, schon Menschen oder politische Bewegungen, die einen, keinen großen Apparat, aber einen Apparat, der durchaus für sowas in der Lage ist, hinter sich haben, und Einzelpersonen, die das nicht haben, strecken sich da schon an eine Decke, damit ich es rausbringe, die man nicht unterschätzen soll. Also insofern ist es sicher auch für Marco Pogo schwierig und auch für Gerald Groß. Also das ist ja auch ein bisschen die Gefahr unserer Social-Media-Welt, dass irgendjemand glaubt, weil er jetzt irgendwie provokatorisches Zeug macht, was ein paar Leute gefällt oder auch vielen Leuten gefällt, die dann im Internet, wo die passiven Menschen gerne mit Klick ihren Aktivismus ausleben, unterwegs sind, und von diesen 100.000, die da klicken, lässt man sich da irrsinnig beeindrucken, aber von diesen 100.000 muss dann erstmal 600 dazu bringen, irgendwo hinzugehen und zu unterschreiben. Von 6.000 rede ich da noch gar nicht. Ja? Also ich habe da meine große Skepsis, ob sowohl der eine als auch der andere da auf dem Kandidatenzettel am Ende draufstehen wird. Mhm. Ja, der Marco Pogo hat den Antritt in Wien geschafft, ist ihm sogar ein Bezirksrat in. Ja, aber ich glaube, da müssen wir sich anschauen, wie die Hürde da ist. Da musst du ja auch unterschreiben, aber sicher weniger. Ja, aber es sind auch relativ viel und du musst pro Bezirk, also es ist gar nicht so wenig. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, aber es ist gar nicht so wenig. Ich weiß, der Strache hat ziemlich gekämpft, dass er antreten kann. Der Pogo hat es viel schneller geschafft wie er. Also von der Geschichte, ich glaube schon, und ich glaube auch, dass der Gerald Groß, das ist nicht leicht ist, bin ich bei dir. Ne? Das sollte man jetzt nicht sagen, das ist eine Mathe Wiesen. Also das zu 100% ist, aber ich glaube auch, dass er es schafft. Man darf nicht vergessen, es hat damals, glaube ich, beim Heinz Fischer war das auch, sogar der Wolfgang Adam von den Christen innerhalb kürzester Zeit
geschafft hat, war, glaube ich, Fischer, Rosenkranz und Adam. Und die haben das auch in kürzester Zeit geschafft. Also die 6.000 kriegt man, glaube ich, schon. Man hat da auch genug Zeit, das zusammen. Also kriegt man, glaube ich, schon zusammen. Und der Große ist ja auch jemand, der Parteiarbeit gewohnt ist. Der weiß ja, wie das funktioniert. Der war Generalsekretär im BZÖ, der war Nationalratsabgeordneter. Der hat ja auch eine war Gemeinderat in Graz. Also der, sogar aber jetzt ist er Generalsekretär von sich selber. Das ist halt ein bisschen was anderes. Ja, aber da tust du mit der Politikverdrossenheit vielleicht sogar leichter, dass du Leute erwischst, die sagen, ich will denen da oben ja nur zeigen und keiner einzigen von diesen Punkt-Punkt-Parteien auch nur irgendwie Unterstützung geben. Und wo bietet sich denn das besser an? Völlig harmlos und gefahrlos jemanden einen Denkzettel zu erteilen, wie bei der Bundespräsidentenwahl. Ich erinnere damals, dass der Richard Lugner bei der ersten Kandidatur auch zweistellig war. Und da haben ihn auch alle belächelt gehabt und der hat einen relativ guten Wahlkampf gemacht mit seiner damaligen Frau und hat ziemlich anderen gehabt und hat ein zweistelliges Ergebnis gehabt. Also schauen wir mal, es ist, glaube ich, fürs Ergebnis ist relativ wurscht. Spannend wäre es erst dann, wenn es irgendeinen breiten linken Kandidaten geben würde, weil dann hätte es vielleicht mit Pogo, Groß, FPÖ, vielleicht noch irgendeinen und dann breiten linken Kandidaten die Chance, den Van der Bellen in der Stichwahl zu zwingen. Das ist das, was vielleicht eventuell noch möglich wäre. Ansonsten, je weniger Kandidaten, desto höher die Chancen vom amtierenden Präsidenten. Nur ich würde noch gerne auf einen Punkt kommen, den Robert Miesig angesprochen hat, diese Social-Media-Bubble, weil du hast unbestritten recht, dass Gerald Groß auf YouTube, Facebook, Marco Pogo sehr stark auf Twitter, jetzt weiß ich nicht genau, Facebook hast du stark. Facebook auch, YouTube wahrscheinlich weniger. Aber wie real ist denn diese Welt? Ich kann mich erinnern, vor der Wien-Wahl hatten die auf YouTube und Co. Heinz-Christian Strache und auch damals die FPÖ extrem hohe Reaches und Reichweiten. Und die SPÖ ist nicht einmal annähernd in die Richtung gegangen. Wir wissen aber alle, wie die Wahl dann ausgegangen ist, nämlich 3% für... Es ist mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Teil einer Wahlkampagne, aber auch ein mittlerweile finanziell unterdotierter und in der Öffentlichkeit überschätzter Teil. Nein, man muss es so sagen, teilweise stecken die Parteien viel zu wenig Geld in dem Bereich, weil es geht darum, dass du den Richtigen mit dem richtigen Inhalt erwischst. Das kannst du ja heutzutage, Micro-Targeting nennt sich das, perfekt erreichen. Da wird viel zu wenig Geld ausgegeben. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch in Österreich massiv ändern. Auf der anderen Seite darf man sich nicht täuschen lassen, weil es sind ja de facto immer die gleichen 100 Leute, die etwas kommentieren. Das wirkt dann relativ stark und mächtig und groß. Das haben die Identitären ja früher immer relativ gut gemacht, überall beim FPÖ-Thema um Druck zu machen, drunter zu posten. Man hat den Eindruck gehabt, die Parteibasis ist revoltiert, dabei waren das 100 Leute. Und schaut euch das an, teilweise Doppel-Accounts und so, da muss man immer sehr aufpassen. Deswegen machen die Parteien ja im Profil, kann man erzählen, in professionellen Screenings werden ja diese Accounts auch ausgefiltert. Ne? Um dann in der Breite Screening zu kommen. Das ist ja mittlerweile bei den professionellen Parteien, im professionellen Online-Managing schon so. Und also ich würde es nicht überschätzen, ich würde es aber auch nicht unterschätzen, weil du einfach mit Facebook sind ja eher Ältere mittlerweile, ja. Also 40 plus, dass die Jungen sind ja mittlerweile, TikTok hat schon viel mehr Interaktionen wie Facebook teilweise, also das ist völlig unterschätzt und die Jungen sind ja nicht auf Facebook. Das ist gleich wie die Jungen nicht mehr linear TV schauen, sondern YouTube. Drei Viertel der Jungen schauen am Tag YouTube im Schnitt mit einer Stunde. Das ist gewaltig verglichen mit Fernsehen. Also da hat sich schon etwas verschoben und dort kann man auch relativ kostengünstig einen sehr zielgruppenintensiven Wahlkampf führen, sage ich jetzt als jemand, der Wahlkämpfe teilweise macht. Was man nicht unterschätzen soll, es gibt natürlich da auch keine nationalen Grenzen mehr, sondern allenfalls, und die gibt es natürlich massiv, Sprachgrenzen, was aber natürlich heißt, dass wenn ich mich positionieren will, zum Beispiel als polarisierender, rechtsradikaler oder linkspopulistischer Kandidat, ziele ich ja jetzt nicht nur auf das österreichische Publikum, sondern auf das gesamtdeutschsprachige. Aber wenn ich als Wahlkämpfender Präsidentschaftskandidat oder wahlkämpfende Partei antritt, ziele ich auf mein Publikum in meinem Land. Das kann sich aber dann
beißen. Ja? Das heißt, da siehst du dann natürlich 100.000 Klicks oder 100.000 Leute, die sich ein YouTube-Video anschauen, weil es ausreichend polarisierend ist und ein Thema hat, das sozusagen im gesamten deutschsprachigen Raum interessiert, wird dann halt von 10.000 Österreichern gesehen und 90.000 Deutschen oder auch Schweizerinnen und Schweizerinnen. Das ist ja auch etwas, was ein bisschen eine Falle ist, weil dann glaubt irgendjemand, ich bin super populär da, aber in Wirklichkeit hast du halt irgendwie einen bestimmten Outreach in einer Bevölkerungsgruppe, die, wie viel sind das jetzt, circa 90 Millionen Menschen umfasst. Ne? Mhm. Wobei, wenn da kann ich wirklich sagen... Das war ja auch ein bisschen die Falle vom Strafe. Du kannst es mit Mikrotargeting beeinflussen. Ja, aber ich kann es nur vom Gerald zum Beispiel sagen, nicht, dass ich jetzt anfange, eine Gerald-Wahlkampagne zu fahren, aber wenn du mit dem Gerald... Da wird der Kickel böse werden, ich sag's dir nur. Naja, auf mich sind so viele Leute böse, das überlebe ich. Aber das ist, aber wenn du mit dem Gerald irgendwo in Wien auf einem Café sitzt, wie viele Leute zu dem herkommen, das waren teilweise in Heiderszeiten nicht. Ne? Also wie viele Leute ihn ansprechen, erkennen, reden, duscheln, sagen, das ist also die Bekanntheit ist gewaltig, das ist nicht zu unterschätzen. Und das muss man sich erst einmal als anderer Kandidat schaffen. Das ist einfach, das ist natürlich ein Startvorteil, der groß ist. Ne? Aber zwischen kennen, mögen und wählen ist auch wieder ein Riesenunterschied. Genau. Ne? Aber normalerweise kommen ganz selten Leute zu dir her und beschimpfen die, sondern sind diejenigen, die sagen, du machst das super. Ne? Wissen wir ja alle aus eigener Erfahrung, beschimpft werden wir. Viel seltener als das irgendwie von realen Menschen. Ja, also in den unendlichen Weiten des Internets werden wir alle beleidigt, aber das ist tatsächlich was anderes als Menschen, die einen direkt ansprechen. Kommen wir auf die Nationalratswahlen, die wahrscheinlich noch relativ weit weg sind, aber darüber können wir reden, ob ihr das anders seht. Und da haben wir jetzt seit dieser Woche werden wir jetzt jede Woche publizieren die Lazarsfeld-Institut-Umfragen. Und da haben wir eine Umfrage, wo die SPÖ jetzt eindeutig führt. Also ganz klar außerhalb der Schwankungsbreite. Wie solide, glaubst du, ist dieser Vorsprung der SPÖ? Der Vorsprung ist total solide, weil ich meine, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal. Wir haben da jetzt, glaube ich, schon mal Umfragen gehabt, 29, 22, dann haben wir welche gehabt, 28, 24, jetzt nochmal eure 28, 24, das ist, wenn ich das richtig... 29, 24, Entschuldigung, habe ich mich verschaut. Oder falsch in Erinnerung gehabt, aber ist ja völlig wurscht, ich komme auf das nicht an. Wir haben einmal eine, glaube ich, gehabt, wo man sich sehr gewundert hat, wo 26 wieder gestanden ist. Das war aber wieder eine andere. Das genau, war ja, aber von den vier großen, von den vier Umfragen der letzten drei Monate oder so, waren drei ganz eindeutig mit einem klaren Vorsprung und eine eher nicht. So, das heißt, dieser Vorsprung der SPÖ ist jetzt natürlich solide. Die Solidität besteht halt darin, dass es halt eine Augenblickgeschichte ist. Wir wissen nicht, wie das in einem Jahr ist oder in einem halben oder ein Dreiviertel, die Solidität, dass das jetzt auf so festen Füßen steht, dass sich da nichts mehr ändern kann und dass das eigentlich nur mehr ein, zwei Jahre so weitergeht oder vielleicht sogar die Spanne weiter auseinander geht, darauf kann sie natürlich nicht verlassen. Aber das ist ein solider Vorsprung, den hat sie die SPÖ zur Hälfte, will ihr natürlich in den Schoß. Ich würde aber trotzdem auch nicht... denen jetzt den Mund reden, die da sagen, das ist alles nur der ÖVP zu verdanken, die Pamela Rendi-Wagner hat nichts dafür getan. Nein, das ist schon auch sie selber als diejenigen, die da Standfestigkeit bewahrt hat, die es geschafft hat, diese Partei erstaunlich einig zu halten, mit Hilfe von ein paar anderen. Das ist jetzt sehr viel einiger als so vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Und das ist schon auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Lob oder sozusagen, das fällt ihr nicht nur in den Schoß, das ist schon erarbeitet, hart erarbeitet, mit sehr viel Gegenwind und mit sehr viel Standfestigkeit. Manche sagen natürlich, bei dem Zustand der ÖVP müsste man eigentlich bei 36 liegen, das ist ein bisschen das übliche Gesudere, ja, also sozusagen, man ist nie zufrieden, wenn man hinten liegt, sagen wir, es kann nicht... Die Chefin ist schuld und wenn man vorn liegt, ist die Chefin nicht schuld. Dann müsste man schon viel mehr vorn liegen. Also das ist auch ein bisschen das
Mäkeln und Makeln und so weiter, das in diesem Land halt ein bisschen üblich ist. Ja, da hat der Robert nicht Unrecht, dass die SPÖ mit Randy Wagner irgendwann einmal führt, hätten wir uns nicht wirklich gedacht, dass die ÖVP mit ihren täglichen Skandalen, ne, das kann ja keiner mehr aufzählen, was innerhalb von einer Woche ist, wie viele Ermittlungen es innerhalb von einer Woche gibt, welche Geschichten, über die wir wochenlang geredet haben, mittlerweile binnen 24 Stunden wieder weg sind, weil der nächste schon wieder kommt. Das ist ja ein Staccato, das ist ja wieder Beschuss von Konstantinopel durch die Türken. So fliegen die Kanonenkugeln mittlerweile raus an Skandalen. Dass die ÖVP immer noch um die 24 liegt, ist ja de facto ein Wunder. Jede normale Partei müsste wie die Demokratia Christiana mittlerweile verschwinden. Ich glaube einfach, Mangel an Alternativen. Ich glaube auch, dass es sehr viele Leute in die Nichtwählerbereiche gehen werden. Also ich bin bei der Umfrage, ich gebe ihr eine Chance, aber ich bin natürlich sehr skeptisch, weil wenn die SPÖ in der Umfrage verglichen, gestern zugehört, das wird wöchentlich erstellt, verglichen genau. Zur Vorwoche 4% verliert, also von 32 das ist ein Rolling-Verfahren, auf 28, also 4%. Rund um den 1. Mai verliert, dann wage ich das ein bisschen zu hinterfragen, auch dass die FPÖ vorher bei 16 war, dass die ÖVP um die 24 ist und unverändert de facto ist. Also das würde mich schon erstaunen. Und, die Parteien haben in der Umfrage 7% verloren, aber nur 3% gewonnen. Ne? Wo sind die 4% hin bei 3 Rest? Also das würde ich ein bisschen hinterfragen noch, ohne das den Herrn Beutelmeier da besonders zu attackieren. An dem Grundsätzlichen ist bis auf die eine Umfrage, die auch nur ein einziges Mal just vom 1. Mai veröffentlicht wurde, die Grundtendenz ist ja wirklich die Grundtendenz, ich sage ja nur, dass von 32 auf 28 kommt um den 1. Mai und wenn die Parteien 7% verlieren, aber nur 3% gewinnen, wo sind denn die 4% hin, wenn es nur 3% Rest gibt. Ne? Also die Parteien meinst du jetzt? Was ist, alle Parteien also haben sieben? In der Umfrage hat die SPÖ 4% zum Beispiel verloren, andere Parteien haben auch verloren. Die SPÖ ist 4% verloren, ja, gegenüber was? In dieser Umfrage gegenüber der letzten, ne, da ist ja -4 dabei die gestanden. Die letzte ne? haben wir noch nicht gemacht, da kenne ich den Tabellenband eben, nicht. Deswegen sage ich, da muss man nur hinterfragen. Wenn jetzt bei 28 liegt, mir jetzt doch so 32. Genau, und das sage ich, das ist halt die jetzige Umfrage, womit wir begonnen haben, sage ich auch dazu, ist 28, ich habe mich vorher plötzlich mit 29, 28 zu 24 zu 18 die FPÖ und je 11 für aber nur um das System jetzt zu verstehen. Deine These war, der Herr Beutelmeier macht das schon seit Wochen, eine Landfrist zu haben und irgendwann mal hätte er die SPÖ bei 32 beim letzten, genau. Okay, gut, das würde ich mitbringen. Lazarsfeld macht das quasi, und Sie haben insgesamt seit ein paar Monaten, Robert, bei den Parteien Woche Tausender Samples. Ja. Also es ist ein großes Sample, ist alles, ich will da nichts hinterfragen. Ich sage nur, es ist die Parteien, die Sie aufgelistet haben, haben insgesamt 7% verloren, ne? Und aber nur 3% gewonnen. Da fallen jetzt 4% in der Rechnung bei 97% und nur 3%. Also ich sage einmal vom Reihenmarkt. Das geht aber aus, wenn jede eine 1% runterliegt. Und das ist natürlich weit innerhalb der Schwankungsbreite. Das kann aber immer passieren. Ja. Also, die Grundtendenz stimmt natürlich, dass die SPÖ tendenziell vor der ÖVP liegt. Na, meiner Meinung nach erstaunlich wenig vor der ÖVP. Und normalerweise müsste es meiner Meinung nach eher einen Dreikampf geben derzeit. Na, weil auch die Themen ja so liegen, dass es keine ÖVP-Themen sind. Das sind eigentlich sozialdemokratische und freiheitliche Themen mit der Teuerung. Also meiner müsste es etwas enger zusammen sein. Man wird sehen, wie sich das in der Dauer entwickelt, wenn sich die Teuerung dann immer stärker in der Brieftasche auswirkt und immer weniger Unterstützung kommt. Also wenn die Regierung so weitermacht und sagt, wir entlasten euch 2023 mit 150 Euro und die Pendlerpauschale kriegt es auch und die Pensionistenerhöhung kommt dann aber erst im Herbst und so, dann wird es, glaube ich, relativ, dann kann es sehr schnell drehen. Mhm. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach reden wir genau darüber weiter, unterschätzt die Regierung die Teuerung, unterschätzt sie das, was es in den Leuten ausmacht, und hat Christian Kern recht, dass diese Tendenzen derzeit eine Gesellschaft von innen zerfressen können? Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Duell Heimo Lepuschitz gegen Robert Miesig, das eigentlich ein zivilisiertes Gespräch ist und das ist ja zur Abwechslung. Im Moment einmal ist das erholsam, aber der Heimo Lepuschitz sagt zu Recht abwarten, weil jetzt könnte es ein bisschen kontroversieller werden. Aber bevor wir zur Teuerung kommen, und das wird jetzt an beide gehen, du hast jetzt im ersten Teil einen wichtigen Punkt angesprochen, die Umfragen, die jetzt sehr deutlich und außerhalb der Schwankungsbreite, und das ist es, wenn es 28 zu 24 zu 18 ist und wir haben eine Schwankungsbreite von knapp über 2%, zeigen, wie kommt das, dass die, und die Frage geht jetzt an dich, dass die FPÖ da nur bei 18% liegt. Wir haben gesehen, dass in Frankreich eine Partei wie jene von Marine Le Pen extrem punkten konnte. Zu früheren Zeiten hätte man tatsächlich nicht nur die SPÖ, sondern auch die FPÖ assoziiert mit Kampf für die kleinen Leute. Das scheint jetzt eigentlich weg zu sein. Also ich kenne, also die Umfragen, die ich habe, haben die FPÖ um die 20 und das Ganze ist enger geschoben. Aber auch ich hätte mir eigentlich gedacht, dass das enger ist, jetzt nicht nur wegen der Teuerung, auch wegen der Asylexplosion zum Beispiel. Das ist etwas, was normalerweise der FPÖ immer genutzt hätte, also die plus 170% verglichen zum Vorjahr. Das ist etwas, was die FPÖ normalerweise auf und ab orgelt bei solchen Dingen und immer 1-2% bei sowas dazu bin. Also irgendwie sind die Leute jetzt, glaube ich, noch im Wartesaal. Es sind ja, glaube ich, auch viele Leute, die einfach nicht mehr mit den Parteien was zu tun haben wollen. Also das glaube ich, die einfach sich generell vom System verabschiedet haben und die Kritischen sich eher früher halt dann FPÖ als Protest gewählt haben, die aber derzeit einfach so, lasst mich doch alle in Ruhe. Keiner tut was für mich, von Corona noch frustriert sind, die bei der Teuerung frustriert sind. Also ich glaube, das sind sehr, sehr viele Leute im Wartesaal. Das war auch bei eurer Umfrage, dass sehr viel, sehr oft mach nicht, weiß nicht, tu nicht. Ne? Dieser Dreiklang der Verweigerung, der irrsinnig gefährlich ist für Demokratie. Und die Marine Le Pen hat das dann halt in Frankreich perfekt kanalisiert, ne? Und auf die 40% kommen. Auch dadurch, weil der Macron halt auch ein perfekter Gegner war für das mit seiner Oberschicht, Abgehobenheit, Nonchalance, Arroganz, ne, das überspitzt gesagt natürlich. Ne. Aber das hat es auch leichter gemacht und ich glaube, dass wir in Österreich zurzeit eine ganz, ganz starke Politikverdrossenheit haben. Und was bei den Umfragen ja sehr spannend ist, also bei Umfragen, die ich in Auftrag gebe, habe ich immer wählen und sicher wählen in der Unterscheidung. Ne? Ja. Und da hast du bei den Parteien gewaltige Unterschiede von 3-4%. Mit wem würden sie denn wählen und wen werden sie sicher wählen? Ne? Also erstens sind das derzeit unglaublich viel weniger Leute, ne, von der Wahlbeteiligung her. Und zweitens siehst du dann, wo die wirklich die Kerne noch sind. Ne? Also dann schiebt sich's auch ein bisschen stärker zusammen. Und ich glaube, das Potenzial der FPÖ, die hat normal ein Kernpotenzial von 16-18% grundsätzlich von Stammwählern. Ne? Und dann kommen die Zusatzgeschichten wie Ausländer, Teuerung, Soziales, Frust, Protest, denen sagen wir es noch dazu. Und die Leute, dieser Zusatzbonus zur Stammschicht, die sind meiner Meinung nach derzeit im Wartesaal, sind aber abholbar bis zu einer Wahl, weil mit der Emotionalisierung einer Wahl, mit der Polarisierung einer Wahl, es geht ja nicht mehr darum, dass man so viele andere Leute zur Wahl kriegt, sondern es geht darum, dass man die eigenen Leute zur Wahl kriegt und mit einer Mobilisierung. Und das traue ich dem Herbert Kickl absolut zu, dass er mit seiner Polarisierung auch eine Mobilisierung zusammenkriegt und mit der Wahlkampfmaschine, und das kennen sie ja, die Leute zur Wahl treibt und das Ergebnis ganz gut wird. Diese Systemkrise oder diese Skepsis gegenüber dem System, das zeigt sich bei uns in der Umfrage oder in der Lassersfeld-Umfrage, auch bei der Kanzler-Direktfrage. Da sind jetzt erstmals Randy Wagner und Karl Nehammer Kopf an Kopf mit 20 und 19%, aber das ist natürlich ein schrecklicher Wert. Also für einen amtierenden Kanzler kenne ich, glaube ich, solche Werte gar nicht, ehrlich gesagt. Aber auch für die Herausforderin ist es kein guter Wert. Und was auffallend ist, alle zusammen kommen nicht auf eine Mehrheit, sondern die meisten Menschen, über 50%, sagen keiner von den genannten. Also kein Nehammer, keine Rendi, kein Kickl, kein Kogler, keine Meindl, Reisinger und keine Ahnung, wie der MFG-Mensch gerade heißt.
Was ist das für ein Zeichen für die Gesellschaft? Das ist jetzt auch, also ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, ehrlich gesagt, weil sozusagen wir haben jetzt viele Jahre hinter uns, wo die Pamela Rendi-Wagner medial runtergemacht worden ist und sozusagen aus den eigenen Reihen runtergemacht worden ist und man hat gesagt, die kann es nicht und so weiter. So, erstens. Zweitens haben wir einen ÖVP-Kanzler, der über den Schutthaufen der ÖVP jetzt thront und der dritte innerhalb von 4 Monaten ist. Also das ist ja jetzt auch nicht etwas, wo man sagt, das ist der Wunderwutzi, sondern das ist der überblieben ist, gewissermaßen. Wer bei 3 nicht auf die Bäume ist, wird Kanzler. Ja? das war das Motto der ÖVP und den haut man halt jetzt und für diesen jetzt bin ich ein freundlicher Mensch und ich bin auch sozusagen jetzt kein Polemiker jetzt an dieser Stelle, sondern ein Analytiker. Für die, angesichts dieses Umstands, macht das ja eh nur einigermaßen okay. Ja? Und ansonsten hast du natürlich nur Kandidaten, die ohnehin nicht jetzt in den Augen der Menschen das reale Potenzial haben, Kanzler zu werden. Also das haben sie ja auch nicht von der reinen Mathematik her. Ja? Das ist die jetzige Situation und es wundert mich, was die Kanzlerpräferenz betrifft, überhaupt nicht. Und bei der Rendi Wagner, die ja sozusagen die Oppositionsführerin ist und die einzige Kanzlerin in the waiting, das ist immer so, dass jemand sozusagen natürlich die Zustimmung zur Kanzlerschaft nicht hat, solange du es nicht bist, weil du hast diese Zuschreibung auch der Kanzlerstatur erst, wenn du im Amt drinnen bist. Also wem Gott ein Amt gibt, gibt es diesen Spruch, dem gibt er auch die Vernunft dazu, es gibt ihm aber auch den Respekt. Ja, es ist nicht immer so, wie man bei Sebastian Kurz gesehen hat. Schwarz-grün. Aber wem Gott ein Amt gibt, gibt er meistens zumindest auch mal die Aura um das Amt herum, weil dann hast du das ja. Dann stehst du ja in dieser in der imperialen Pracht des Kanzleramts und bist ein Kanzlerdarsteller schon in dem Moment, wo du dort stehst. Das bist des Oppositionsführer nicht. Ganz im Gegenteil, du musst die Regierung auch immer angreifen. Das gibt dir natürlich auch ein bisschen was Käppelndes, während du als Kanzler ja sozusagen quasi diese verbindende Rhetorik vernünftigerweise auch spielst, wenn du nicht der Kanzler bist, der sozusagen das Land spaltet, was wir auch schon gehabt haben. Ja? Also als Kanzler hast du es natürlich leichter, als Kanzlerin, die Kanzlerzuschreibung zu bekommen. Also insofern wundern mich diese Umfragen jetzt gar nicht. Die SPÖ ist mit diesen 4%, wo sie voran ist, meiner Meinung nach eher in der Richtung des Abhebens, aber das werden wir sehen. Abheben kann ja dann auch heißen, 6%, 7%, 8% ist jetzt auch nicht so ein Riesenvorsprung, aber doch eine Verstärkung. Und natürlich gibt es 2 Dinge, die der SPÖ nützen. Das eine ist, was wir schon besprochen haben, die ganze soziale Frage, diese Teuerungsproblematik, dass viele Menschen bis in die Mittelschicht hinein die Sorge darum haben, wie geht es mit mir weiter, mit meiner ökonomischen, materiellen Sicherheit, mit dem sicheren Boden unter den Füßen, nennen wir es mal so, weiter. Aber das zweite ist ja natürlich auch die Gesamtunsicherheit der Welt. Ja? Da will man Parteien auch, die eine gewisse Besonnenheit ausstrahlen und auch ausstrahlen, dass sie nicht jetzt jedem populistischen Experiment gleich nachrennen, nur damit es einen Spaß gibt. Ja, es gibt, glaube ich, Momente für Spaß. Ja, das ist, wenn es eh sicher ist, dann leistest du einen Spaß. In einer Situation, wo es unsicher ist, das sind die Momente für keine Experimente und das ist natürlich auch ein Moment für eine Staatspartei wie die SPÖ, die ja sozusagen von den letzten 70 Jahren ja auch deutlich bewiesen hat, wie man ein Land regiert. Aber stoppen, das ist ja schon echt ein Hohelied der Sozialdemokratie. Also das ist die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit. Es ist immer schwierig, wenn Leute sagen, ein Gottesdienst der Sozialdemokratie, das ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Und wenn ihr keine andere Wahrheit habt, werdet ihr verbrannt. Ne? Also von der Grundgeschichte. Ich niemand verbrannt. Ich weiß, aber ich bin ja wieder für die Polemik zuständig und dass dann die Rendi Wagner. Das ist immer ein Problem, deswegen hängt es bei 16% fest. Rendi Wagner, die hohe Priesterin und alles, der Sozialdemokratie ist und alles richtig gemacht ist, da haben wir schon eine Gesichtsverklärung, die hat schon auch viel selber Fehler gemacht und die Partei hat schon viel Fehler gemacht und das ist, im Ende wird es enger zusammen sein, aber du hast völlig recht gehabt, die Themen sind sozialdemokratisch und wenn man sagt, wenn im Bundeskanzleramt ja außen schon die Eiszapfen von der sozialen Kälte so wegstehen, ist das natürlich für die Opposition, gerade für die etwas sozialeren Parteien ist das eigentlich
so bitter das für die Bevölkerung ist, eigentlich sind es dann Zeiten, wo man dann die Ernte einfährt gegenüber Schwarz-Grün, wo man sich fragt, wo ist der Sozialminister, was machen die eigentlich, wo ist das Sozialempfinden dorthin. Und beim Kanzler Nehammer, ja, bin ich auch polemisch, da bin ich beim Friedrich Thorberg bei der Tante Jolesch, möge Gott uns für dem hüten, was gerade noch ein Glück ist. Ne? Also da ist der Nehammer, ja, wenn du sagst, das ist gerade noch ein Glück, dann bitte das Glück erspart's mal. Ich hätte lieber was Vernünftiges. Und wenn man sich auch anschaut, also die dramatischste Zahl bei dieser Kanzlerfrage war für mich der Werner Kogler, der eigentlich als Vizekanzler ja eine Figur ist, die was darstellen sollte. Der Vizekanzler steht neben dem Kanzler, der Vizekanzler ist der zweite Kanzler. Ne? Wenn du da und deine Partei ist zweistellig bei 5% herumgrundelst, bist du eigentlich tot, ne? in der politischen Strahlkraft. Du hast die Strahlkraft von einer erloschenen Stern. Ne? Das ist schwierig. Ne? Und die Frage Wessler ist nicht umsonst der aufstehende Stern. Also das ist, wir haben derzeit, glaube ich, alle Parteien ein Spitzenproblem, manchmal gerechtfertigt, manchmal ungerechtfertigt, aber in der Außenwahrnehmung, glaube ich, sind alle jetzt nicht der Superstar, wie es früher Haider war oder Franitzky war. Ne? Bei der ÖVP fragt man jetzt Kurz. Ne? Früher mal war. Na, aber großartig jemand, der einfach Wahlen gewonnen hat, unabhängig von der Partei. Ne? Da ist jetzt keiner da, das ob verdient oder unverdient. Von dem her, also, da muss man mal schauen, vielleicht wird aus dem was Gutes, und es geht einmal in einer Wahlauseinandersetzung um Inhalte. Ich glaube es zwar nicht, das würde mich sehr erstaunen, aber einfach so ein Kampf der Lösungen und der Ansätze, wer tut wann wie was, ne? Das wäre zum Beispiel wieder etwas, was ich glaube, was SP und FPÖ nützen würde, weil die ja glaubwürdig sind, der Bevölkerung mehr zu geben, besser zu geben, also nicht nur zu schauen, ob die Großspender zufrieden sind und nur die eigenen kleinen Zielgruppen, ob die NGOs zufrieden sind und die Grundsicht von dem Ganzen zu vernachlässigen. Also kann schon sein, dass es jetzt die Jahre kommen, wo die sozialen Parteien an Aufschwung erleben, wo man die eigentlich schon abgeschrieben gehabt hat. Wir erinnern uns, vor ein paar Jahren haben wir gesagt, die Sozialdemokratie hat sich zu Tode gesiegt. Ne? Man darf nicht sagen, Österreich ist ja wirklich eine Sonderrolle. Deutschland, okay, mit dem Kanzler, aber das Ergebnis ist auch nicht gut. Nicht. Frankreich, die bei der Präsidentenwahl waren die Sozialisten weg. Ne? Und ist ein Linksaußenkandidat stattdessen gewählt worden. Sein 2% haben sie geschafft. Ja, aber mit der Bürgermeisterin von Paris. Ne? Also Michael Ludwig in Wien antritt, wird das bundesweit wahrscheinlich etwas besser werden wie 2%. In Frankreich sind gerade tot. Aber von dem her, ich sage, also überall ist das nicht so. In Spanien sind es wieder am absteigenden Ast. Also das ist Riesentrend, da ist Vox wieder stärker und kommt immer stärker. Ich sage nur, Österreich ist da schon immer eine sehr stabile Sozialdemokratie und so. Du kannst ja die Länder auch grundsätzlich nicht mehr. Weil du die Kammer und die Arbeit und die Kammer und den ÖGB auch noch hast als starke Pfeiler, die immer gehalten haben. Also das ist schon, also ich sage mal, teilweise ist die SPÖ abgeschrieben worden und man muss ja, they never come back, aber manchmal kommen sie doch überraschend zurück. Und es wird spannend werden, weil keiner von uns weiß, wann gewählt wird. Ne? Derzeit schaut es aus wie 2024, andererseits kann jederzeit irgendetwas kommen, wo diese Koalition bricht, weil sie sich ja hassen, also sie kleben beieinander, weil ihre Umfragen so schlecht sind und weil viele keinen anderen Job hätten, weil sie nicht das Geld und die Posten und alles verlieren wollen. Aber sie haben ja keine Gestaltungskraft, sie kriegen ja nichts mehr hin. Alles, was sie ankündigen, sind Ankündigungen von Ankündigungen, die vielleicht irgendwann mal in eine Ankündigung gehen. Also das ist auch bei der Teuerung. Keiner merkt in seiner Brieftasche was konkret. Und wenn ich dann sehe, dass dieser 150-Euro Teuerungsausgleich für die Ärmsten, dass das im nächsten Monat bei der Sozialhilfe abgezogen wird, bei den ärmsten Ärmsten. Da fragst du dich, Herr Sozialminister, wie kann denn so etwas passieren? Das geht doch nicht. Ich rede jetzt gar nicht vom Chaos und diesen Mist um den Energiebonuspflaster von 150 Euro bei Genickschuss, wo du 2023 erst was kriegst, jeder sich noch googeln muss, ob er es überhaupt kriegen kann und selber beantworten muss. Aber das sind wirklich die Ärmsten der Armen, denen man helfen muss. Und dann zieht man 150 Euro von der Sozialhilfe ab. Also entschuldigt mir, die haben einen Boscher.
Ja, Sie haben einen Pauschal, da gibt es irgendwelche abrechnungstechnischen Gründe, die ich auch nicht mal verstanden habe. Ja, dann muss man es anders machen. Haben, zu erklären. Ja, genau. Erst beginnend damit, dass man die Sozialhilfe und die Arbeitslosengeld überhaupt erhöht. Ja. Und zwar kehrt es ohnehin erhöht, grundsätzlich, aber natürlich auch insbesondere der Inflation angepasst. Ja. Das ist ja das Minimum. Sofort. Aber es kehrt ja darüber auch hinaus, weil wir ja wissen, dass das viel zu niedrig ist. Übrigens gibt es noch das Arbeitslosengeld hoch, Volksbegehren bis Montag zu unterschreiben, falls das irgendjemand tun will. An dieser Stelle kann ich das ja sagen, weil da passt es gut. Das ist die eine Geschichte. Aber ich gebe dir ja vollständig recht. Ja? Das ist sozusagen, kein Mensch kann sagen, dass da irgendwo Gold glänzt. Ja? Aber ich, was ich nur sagen wollte, ist, dass es natürlich diese doppelte Zuschreibung von Sozialdemokratie gibt. Auf der anderen Seite der SPÖ, sozusagen die Partei für die normalen Leute, die sie einsetzt, im Zweifel nicht für die Spender, sondern für diejenigen, also nicht die Großspender der ÖVP, sondern für die Arbeiter, für die Angestellten, für die kleinen Pensionisten, für die Arbeitslosen. Aber eben auch diese Art von, sagen wir mal, vernünftiger Besonnenheit, ja, die in einer Situation der Angst und der Unsicherheit natürlich notwendig ist, um den Menschen Sicherheit zu geben. Robert, nur rechnen können sie halt nicht. Wenn 100.000 Leute am Rathausplatz sein sollen und es waren 2.000, du hast halt, musst halt rechnen lernen. Ein bisschen für die SPÖ. Ist natürlich weder das eine noch das andere richtig, wie wir wissen. Ja, ich habe SPÖ 100.000 ausgeschrieben. Dass da 2.500 waren, weil natürlich es wären schon 10.000 gewesen sein. Es wären schon 30.000 insgesamt auf der Straße gewesen sein im Laufe dieses Tages. Nicht 100.000, sondern 30.000. Und es waren noch nie alle gleichzeitig am Rathausplatz, das ist natürlich auch klar, weil die anderen gingen um massiv nicht los und die anderen um die ersten. Also das war noch nie anders. Ja, aber gut, reden wir, ist ja jetzt wirklich eine Kleinigkeit. Aber um auf das, sind ja auch das, auf das 50 Zentimeter. Auf das Wesentliche zu kommen, du hast ja vorher sozusagen von den Inhalten geredet und jetzt bist du wieder beim Blättern. Muss ja sein. Also, die Auflage muss mich verwerten lassen, auch, die ist ja das wirklich hat man gut. Eben auch in Deutschland gesehen, sozusagen. Olaf Scholz hätte jetzt nicht so gewonnen, weil er der große Sozialfighter ist und auch nicht deswegen, weil er der große Unterhalter ist, ja, sondern deswegen, weil er ausgestrahlt hat, Sicherheit in einem Moment, wo das Bedürfnis nach Sicherheit das Allerwichtigste war. Und da hat es noch keinen Krieg gegeben, aber da hat es immerhin 1,5 Jahre Pandemie schon gegeben, mit ihren allen Unsicherheiten und Ängsten, die Leute haben. Und da will man halt auch nicht weder die Anti sozusagen in die eine Richtung und die anderen in die andere Richtung durchdrehen, sondern diejenigen, die mit Besonnenheit und Ruhe ein Land führen in einer Krise. Und das muss eine Sozialdemokratie natürlich auch ausstrahlen. Und das ist ja gleichzeitig schwierig. In der Opposition muss die Regierung auch greifen. Auf der anderen Seite darf es nicht sozusagen wieder Schreihals dastehen, weil dann bist du dann gleich wieder sozusagen verkörperst du das Oppositionelle und eben nicht das, dass du regieren kannst mit ruhigem Kopf und ruhiger Hand. Und das kriegt die Sozialdemokratie üblicherweise gut hin. Sie kriegt es ja jetzt gut hin. Womit du recht hast, ist, natürlich kann man alles besser hinkriegen und gerade in der Frage der komplexen inhaltlichen Auseinandersetzung um Krieg und Frieden, mitten in einem Dilemma, in dem er da jetzt ist, ja, wie kann man sozusagen einerseits nicht dem Aggressor und in Vasor helfen, aber andererseits, wie kann man aus einer Kriegssituation eine Nicht-Kriegssituation wiederum machen? Ist ja alles nicht so einfach. Wie kann man unter den Bedingungen dieser Wirtschaftskrise ökonomische Programme schmieden, die nicht nur eine Forderung populistisch ins Zentrum stellen, sondern ein komplexes Programm schnüren? Das ist ja alles kein Spaziergang. Das ist ja schwierig. Ja? Darüber brauchst du ja eine inhaltliche, gescheite Diskussion. Und da wünsche ich mir natürlich sogar in der Sozialdemokratie gescheitere Diskussionen, als man es heute führt. Ja? Ohne Zweifel. Ich ja? wollte gerade sagen, Robert, um deinen Monolog kurz zu unterbrechen. Das ist kein Monolog. Das ist ein diskursiver Einwurf, Ich erkenne ja an, dass du ich finde es ja eh super, dass du für die Sozialdemokratie brennst. Andere Leute sind brennen für gar nichts mehr. Es ist ja, man kann ja fürs Falsche brennen. Das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ja hauptsächlich sehr grundsätzlich anständig. Und natürlich ist die 20%, also die Mehrwertsteuer für alles auf Lebensmittel weg, eine populistische Forderung, die man genauer durchdenken soll. Ich bin übrigens bei dir, dass ich finde, der Olaf Scholz macht das jetzt in der Ukraine sehr besonnen und ruhig. Es ist, lässt sich ja von der Ukraine nicht in irgendwelche Sachen reindrängen und versucht nachzudenken und dann zu machen, gefällt mir persönlich gut, auch in der Außenwirkung.
muss auch einmal loben. Und dass die Deutschen relativ still im Hintergrund handeln, im Gegensatz zu unseren. Sie schauen, wie sie in die, vom Gas wegkommen im Hintergrund, wie sie vom russischen Öl wegkommen. Die bauen derzeit schon in Wilhelmshaven die Flüssiggas-Terminals, die zwei. Okay. Wobei, das ist auch wieder ein klassisches Beispiel, wer willst du dort verhindern, weil Inga Fisch im Wasser schwimmt, was ja total überraschend ist, da schwimmt ein Fisch im Wasser, die Grünen. Na, die wollen zwar alles weg und die sind die Olivgrünen und sind waffengeil mittlerweile, aber die Rampe rein darfst du nicht bauen, aber das zu laufen. Ne? Organisiert also ist der Grüne. Also ist der Grüne, aber die deutsche Umweltsekretär, die deutsche Umwelthilfe, ne? Ja. Und die grünen NGOs haben dann schon wieder, wir blockieren das. Aber es sind so Sachen der Widerspruch. Ne? Das ja, aber das ist, ich bin ja sehr gespannt, wie der Werner Kogler das machen wird, die gibt es in der Steiermark. Darf ich dir da jetzt eine lustige Geschichte dazu? Darf ich noch ganz kurz das eine Beispiel, Robert, dann höre ich da gern wieder zu. Schönes Beispiel in der Steiermark, gibt es die Sulmtal-Kraftwerke, die seit 20 Jahren gebaut werden sollen, Wasserkraftwerke. Und der Werner Kogler ist einer der Erstbesetzer gegen diesen Bau vor über 20 Jahren. Und das ist wirklich schön dort. Aber irgendwo musst du halt was bauen, wenn du eine erneuerbare Energie haben willst. Der Strom kommt aus der Steckdose. Du brauchst halt Windkraft, Solaranlagen und Wasserkraft. Und für Wasserkraft sind derzeit die Anlagen da. Für Solarenergie wartest du 2 Jahre, bis du was kriegst. Ne? Also Wasserkraft. Ich bin jetzt sehr gespannt. Der Werner Kogler, der angekündigt hat, man wird da jetzt die Verfahren beschleunigen, wie er dann beim Sulmtal-Kraftwerk tun wird. Also ich sag, da haben die Grünen halt ein kleines Problem, wenn man über Nacht alle Haltungen über Bord wirft, das auch zu verkaufen. Ja, weiß ich nicht genau. Weiß ich nicht mal so genau. Ich meine, wenn sich die Welt ändert, ändere ich meine Haltungen. Was würden Sie tun, hat Keynes mal gesagt, ja? Wie man ihm vorgeworfen hat, dass er in einem Jahr was anderes... Die sind ja jetzt olivgrün. Ja. Also die, ich weiß eh. Ja. Nur, das Interessante, das wollte ich eben einwerfen, gestern habe ich gesehen, in Deutschland eine, nicht Umfrage, sondern wo man Parteienhaltungen abfragt zur Frage des Frackings im Wattenmeer. Ja? Wattenmeer ist wirklich sozusagen ist ein Naturdenkmal. Ja? Jo. Und plötzlich sind die Grünen fürs Freck im Wattenmeer. Naturschutzgebiet. Während die SPD dagegen ist. Ja. Und die CDU ist, glaube ich, auch noch. Und die FDP ist auch fürs Fracking im Wattenmeer. Da bin ich, ich bin absolut der Meinung, wir müssen jetzt alles tun, um diese ökosoziale Umsteuerung hinzukriegen, dass wir so viel wie möglich sozusagen aus den Fossilen rausgeht und in die Erneuerbaren hineingeht. Da ist man beim Fracking eh nicht auf der richtigen Spur. Sondern da musst du halt wirklich sozusagen Solardächer überall dort, wo es hingeht, Windräder überall dort, wo es hingeht und nicht sagen, okay, wir haben im letzten Jahr im Bundesland XY ein Windrad gebaut, weil wir finden sie halt so hässlich. Ja? Und außerdem hast du überall Bürgerinitiative, die es verhindert. Alles wirst du halt nicht verhindern können und das wirst du eben brauchen. Und das finde ich durchaus vernünftig, wenn die Grünen da ein bisschen von dem abgehen, was sie bisher vielleicht quasi so eine grüne Religion war, nämlich, dass du dreistufige Genehmigungsverfahren hast, das dann sozusagen 10 Jahre rausziehen kannst. Bei Fracking wäre ich da und im Wattenmeer würde ich sagen, bin ich bei das wäre man nicht aber unbedingt. Ganz kurz, ein Punkt noch, wir müssen heute aufpassen, dass man nicht aus der Abhängigkeit von Russland in die Abhängigkeit von China bei den erneuerbaren Energien kommen, weil zum Beispiel die gesamten Solarteile, die Grundsatzteile kommen mittlerweile aus China. Wenn die Chinesen haben jetzt bei einer Geschichte mal ganz kurz ihre Macht gezeigt und haben, das hat mir von einem Solarenergiebetreiber jemand erklärt, die haben ein Teil halbiert, das man braucht. Die Europäer haben ihre gesamten Produktionsgeschichten wegschmeißen können, ne, weil die Chinesen das einfach gemacht haben, das kommt nur mal aus China. Also alles neu machen müssen. Also du bist genauso aus China da wieder abhängig und du brauchst 2 Jahre. 2 Jahre ist mittlerweile die Wartezeit für Solaranlage, zu sagen, wir stellen alles um. Dafür brauchst du die Techniker und du brauchst das Material. Und wir sind in der Produktion nicht autark. Und wir brauchen auch das Energienetz dazu, weil Beispiel Steiermark zum Beispiel, da haben jetzt so viele Leute auf ihre neu gebauten Häuser Solaranlagen und alles raufgebaut, dass die Netze das nicht mehr schaffen. Die dürfen die Solaranlage nicht ins Netz einspeisen, weil sonst gibt es in der Steiermark einen Mega-Blackout. Ne? Das sind so Sachen... Wir brauchen ja die Infrastruktur. Es klingt ja alles so schön und alles so super, aber wir brauchen ja die Infrastruktur. Wir brauchen die Energieleitungen dazu, wir brauchen die Stromnetze dazu. Man muss alles realistisch durchdenken und was man in welcher Zeit mit größter Anstrengung schaffen.
Und nicht so sagen, dass wir nicht schauen, dass wir halt Sanktionen machen, die Österreicher sanktionieren und nicht den Putin. Ne? Aber ich würde jetzt gern zurück zur Teuerung hier kommen. Und da hat der Christian Kern, den du ja gut kennst, ehemaliger SPÖ-Kanzler, in einem Standard-Interview gesagt, es würde eine Gesellschaft zerfressen, wenn rauskommt, dass sich Menschen das Leben nicht mehr leisten können, der eine Teil, und beim anderen Teil werden Dividenden verdreifacht, was wir derzeit tatsächlich gerade sehen. Wie gefährlich ist das und wird das unterschätzt von der heimischen Politik derzeit? Es ist sehr gefährlich. Es wird auch, weiß ich nicht, ob es unterschätzt ist. Ich glaube, dass es niemand im Moment unterschätzt. Also ich bin da jetzt auch nicht der Polemiker, der sagt, interessiert es überhaupt nicht. Natürlich interessiert es sie. Das Problem ist für sie jetzt erst seit 3 Monaten auf dem Radar. Und ich würde sagen, viele rennen ein bisschen kopflos herum und haben noch keinen Plan. Ja? Und denken sie, wir brauchten einen Plan. Insofern unterschätzen sie es nicht, aber sie haben halt keinen. Ja? Also wesentlich ist, glaube ich, schon, dass man es mal wahrnimmt und dass man dann deutliche Antworten darauf formuliert. Die eine hat der Christian Kern, glaube ich, seit Monaten gesagt, dass wir die Preisbindung am Strommarkt anders gestalten müssen, dass nicht sozusagen die Gasexplosion dann automatisch zu einem Steigen der Stromkosten führt, auch dort, wo der Strom mit dem Gas überhaupt nichts zu tun hat, sondern der Strom aus dem Wasserkraft und anderen gebildet wird. Das ist mal das Entscheidende, weil du damit das, worüber jetzt ja diskutiert wird, die mega Windfall-Profits von Verbund und anderen, aber auch privaten Unternehmen, ja von vornherein nicht ausschließt, aber zumindest minimiert hättest. Ja? Wenn man das jetzt verschlafen hat und nicht rechtzeitig gemacht hat, muss man das erstens machen und jetzt auch, da hat der Kanzler schon recht, nachdem er auf den Forderungen der Opposition aufgesprungen ist, die Windfall-Profits abschöpfen. Wie man das gescheiter macht oder nicht gescheiter macht, sollen da jetzt bitte auch die Juristen auch diskutieren, weil das ist ja auch alles nicht so einfach. Aber natürlich ist das ganz entscheidend und das ist wichtig, das sage ich jetzt auch schon seit 3 Monaten, wichtig ist es, den Anstieg der Preise und die Teuerung so von Beginn an so sehr zu drosseln, wie es auch nur möglich ist, weil es immer gescheiter ist, gegen sozusagen die Inflation zu Beginn möglichst auszutreten, als sie zuzulassen und dann kompensatorische Maßnahmen zu beschließen, die den Leuten dann irgendwie wieder Geld zurückgibt, was zwar wichtig ist, ja, aber die Spirale nicht mehr bremst. Ja. Also natürlich muss man da schnell sein, gescheit sein und besonnen, aber auch zielstrebig sein und nicht das alles auf die lange Bank schmeißen. Karl Nehammer da den richtigen Vorschlag gemacht? Da hat wieder mal nicht nachgedacht, was das aktienrechtlich bedeutet. Das geht erstens aktienrechtlich so nicht und da kannst du natürlich nicht nur als eine Firma das Ganze machen, sondern du musst das für alle Firmen, brauchst da generelles Abschöpfungsverbot, weil sonst wieder Wettbewerbsverzerrung, ne? von der Grundgeschichte her, das ist wieder mal null überlegt, nur unter Druck, irgendwann einmal muss ich irgendwo sagen, wir reden ja beide schon seit Monaten von einem Abschöpfungsverbot für die Großkonzerne, dass man es generell stoppen und regeln und begrenzen muss, dass man die Grundnahrungsmittel endlich einmal preisbremsen muss, das ist das, was die Leute am meisten spüren würden und das ihnen am meisten helfen würde. Und beim so wie es der Christian Kern und wie er schon Ewigkeit gesagt hat, dass man endlich die Gaskraftwerke ausgliedert vom Preis, weil es kann ja nicht sein, dass ich mit meiner 100% österreichischen Wasserkraft nehme ich einmal extra aus Bio-Gedanken und allem, nehme ich die österreichische Wasserkraft und die wird jetzt an das russische Gas gekoppelt, die haben ja einen Boscher, ne? von der Grundgeschichte, weil das Wasser fließt gleich und das ist das Gleiche, wie die Regierung schlaft halt überall und wenn ich mal gestern wieder gesehen habe, den Walter Bolz von der E-Control, der gesagt hat, unsere südlichen Nachbarn haben sich alle darum gekümmert, dass sie das Flüssiggas kriegen. Wer nicht? Wer hat nicht bei Italien oder irgendwie geschaut, dass wir es kriegen bei den Italienern? Na, Österreich. Jetzt hat Österreich bei den Italienern und bei den Slowenern und den Kroaten gebettelt, dürfen wir bitte was abhaben? Und die haben natürlich gesagt, brauchen wir selber. Ne? Und jetzt sagen die Österreicher, da brauchen wir jetzt aber eine europäische, gemeinsame, solidarische Lösung. Kümmert euch einfach rechtzeitig einmal um irgendwas, wenn sogar die Katastrophenregierung in Italien schneller ist wie unsere Superkatastrophen, das ist ja Super-GAU-Regierung, dann ist das zum Nachdenken. Und was wirklich auch gefährlich ist, der Kern völlig richtig, ist ja diese
Spaltung der Gesellschaft. Nein, es ist im Grunde für die Gesellschaft ist es wurscht, ob einige immer reicher werden, aber für die Gesellschaft ist es dramatisch, wenn viele immer ärmer werden. Ne? Und was wir jetzt erreichen und haben werden in den nächsten Monaten, ist eine immer stärkere Armut der Arbeitenden. Ne? Dass die Leute sagen, ich hackel 40 Stunden in der Woche, ich mach mal den Buckel krumm und kann trotzdem nicht mehr leben. Und Politik, das ist nochmal eine Aufgabe. Wenn ich brav arbeite dann hab und meine Steuern zahle und alles, dann ist das eure Aufgabe, darauf zu schauen, dass ich davon leben kann. Das ist euer Job, nicht meiner, das ist euer Job. Das ist Job der Sozialpartner, aber genauso Job der Regierungen. Und wir müssen diese Armut der Arbeitenden müssen wir stoppen und bekämpfen, weil sonst gibt es wirklich soziale Verwerfungen. Ja, ich habe dem fast nichts hinzuzufügen. Natürlich geht es darum, dass Leute ihre, und das geht weit in den Mittelschichten hinein, ja. Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen und Schwierigkeiten sehen, künftig noch ihre Rechnungen zu bezahlen und deswegen von Sorge, von ökonomischer Sorge getragen sind, auch wenn das vielleicht jetzt noch gar nicht so trifft. Manche trifft es jetzt schon so, dass es sie wirklich ins Kippen bringt, ins Wanken bringt und bei manchen, die können es absehen und haben entsprechende Sorgen. Ich würde nur sozusagen auch eines korrigieren wollen oder sozusagen zu bedenken geben wollen. Natürlich ist es die Aufgabe von Regierenden, sich darum zu kümmern. Es ist jetzt natürlich nicht die Aufgabe von Regierenden, oder das kann ich nicht als die Anspruch stellen, dass sie jedes Problem, das durch eine internationale Krise, die nicht in Österreich verursacht wird, die auf uns hineinwirkt, all das für uns unspürbar machen können. Das können sie nicht. Ja, da muss man auch realistisch sein. Das können sie nicht. Sie können es nur ausreichend früh angehen, ja, und ausreichend früh etwas angehen, dass es vielleicht, selbst dann, wenn es spürbar ist, gerecht spürbar ist und so spürbar ist, dass es für diejenigen, die es am härtesten trifft, mehr abgefedert wird als für die Reichen, die sich es eh noch leisten können. Aber du hast halt zum Beispiel würde ich der Regierung nicht alles vorwerfen. Ich kann nicht der Regierung auch vorwerfen, dass wir in der Ukraine Krieg haben, dass sich sozusagen der Anstieg der Energiepreise schon vor dem Krieg als Putin-Inflation aufgebaut hat und dass das jetzt auch explodiert und dass es dann neben dieser Problematik auch noch andere Problematiken gibt, Lieferkettenproblematik, möglicherweise daraus folgende Arbeitslosenproblematik. Die Regierung muss es gut genug und rechtzeitig bekämpfen und darf nicht schlampen, aber ich kann nicht von ihr verlangen, dass sie das alles unspürbar macht. Das wird nicht passieren, da muss man realistisch sein. Ja, aber das ist halt, man muss halt sich auch anschauen, dass das derzeit ein de facto rein europäisches Problem ist das Ganze. Die Amerikaner haben, ich weiß es nur von der Megawattstunde, Strom, Energie. Und Energie ist Wettbewerb. Ne? Das ist ja Wettbewerbsgeschichte. Die Amerikaner zahlen 25 Euro für die Megawattstunden, die europäischen Betriebe zahlen 300 Euro pro Megawattstunde. Man muss auch erklären, weil man immer gefragt hat, warum habt ihr denn so aufs russische Gas gebaut? Ne? Weil das russische Gas halt billiger gekommen ist von woanders her. Dadurch hast du wettbewerbsfähiger agieren können, weil wir haben ja höhere Löhne wie andere Kontinente. Ne? Das wurde mit der billigen russischen Energie wieder ausgeglichen und damit bist du halbwegs wettbewerbsfähig wieder geworden. Ne? Jetzt hast du aber die hohen Löhne weiterhin im Verhältnis, auch wenn die Leute natürlich nichts mehr verdienen, aber im internationalen Vergleich sind sie hoch. Und du hast die hohen Energiepreise. Das geht sich im internationalen Wettbewerb dann aber nicht mehr aus. Während die Amerikaner sind spüren, die Chinesen spüren es nicht, die Asiaten spüren es alle nicht. Also wir werden ein gewaltiges Mega-Wettbewerbsproblem haben, weil wir nicht mehr exportieren können. Und wir leben alle vom Export. Ne? Das heißt, das ist etwas total unschätzbar, weil wir müssen schauen, dass wir wieder zu halbwegs günstiger Energie zurückkommen, weil sonst wird es ein grob Problem in unserer Gesellschaft geben. Gut, auch da gibt es Lösungen, die, selbst wenn das nicht passieren würde, wir haben in der Geschichte auch mittelfristig schon erlebt, dass du in Europa, das war hier gang und gäbe, Energiekosten für die Industrie, aber auch für die privaten Haushalte staatlich subventioniert hast. Ja? Die ganze Geschichte der verstaatlichten Industrie mit ihrer ganzen Schwäche und ihrer ganzen Stärke, die Stärke war am Anfang, die Schwäche war am Ende, aber die große Stärke, die über jahrzehntelang ja auch gewirkt hat für den Aufbau dieses Landes, war natürlich staatlich subventionierte Industrie, deren Wettbewerbsfähigkeit künstlich unter Anführungszeichen aufrechterhalten worden ist. Das hat uns alle
langfristig reich gemacht. Natürlich hat uns das langfristig reich gemacht. Irgendwann mal. Also die Pleite der Verstaatlichen hat uns nicht reich gemacht, sondern nur viel gekostet. Du darfst nicht vergessen, die 40 Jahre, die vorher waren und die unsere ganze Elterngeneration vermocht hat, den Wohlstand aufzubauen, von dem wir alle heute noch profitieren. Und zweitens, dann hattest du natürlich nicht wirklich eine Krise der verstaatlichen Industrie. Du hast eine Krise der europäischen Stahlindustrie gehabt, egal ob sie verstaatlicht oder nicht verstaatlicht war. Ja, die ist überall untergegangen. Genau das Gleiche gilt für die europäische Werftenindustrie, die überall in die Krise gekommen ist. Für die europäische Bergbauindustrie, die überall in die Krise gekommen ist. Egal ob sie im Ruhrgebiet verstaatlicht war oder in Großbritannien verstaatlicht war oder in woanders privat geführt worden ist, das ist ein Teil des gesellschaftlichen Wandels, des ökonomischen Wandels gewesen und nicht eine Krise der verstaatlichten Industrie. Die verstaatlichte Industrie hat vielleicht dazu geführt, dass man auf die Krise ein bisschen später erst reagiert hat, weil es immer auch ein politisches Problem war und nicht nur ein ökonomisches. Der Wettbewerb an sich ist ja nichts Schlechtes, nur der Wettbewerb muss halbwegs fair sein. Ne? Wenn wir uns selber belasten, selber besteuern, selber sanktionieren und andere sagen, haha, macht super, dass ihr das macht, aber wir machen es halt nicht. Dann ist es schwierig. Nein, die Chinesen, die Inder, die USA. Nein, das ist ja nicht der Fall. Yellen hat Europa geraten, nicht ja, die Boykott zu verhängen. Die Amerikaner raten uns total viel. Also ich finde, jetzt hör du mir mal zu. Ich habe dir ja gut zugehört. Also ein schönes Beispiel ist die USA mit ihren Flüchtlingen, wo sich der Herr Biden ausgestellt hat und gesagt, wir nehmen 100.000 Ukrainer. Na, jetzt haben sie ein paar hundert, die lassen uns vor der Grenze warten. Und weißt du, welche Flüchtlinge die USA nimmt als Voraussetzung? Nur diejenigen, die sich selber leisten können, sich selbst zu erhalten, oder diejenigen, die einen Sponsor, der unterschreibt, für sie nehmen können. Das sind die Flüchtlinge, die die USA nehmen. Die nehmen die Oligarchen, die Reichen, die Wohlhabenden nehmen sie. Na ja. Aber sonst, die Gebildeten, nicht nur die Reichen. Derjenige, der sich leisten kann. Ne? Ja. Sie nehmen nur Flüchtlinge, die entweder sich selbst erhalten können oder für die ein anderer hält. Das ist jetzt nicht mein Verständnis von, wir helfen bei Asylströmen. Ne? Gut. Also ich sage einmal, die Doppelbödigkeit der USA, die lachen sich ja täglich an den Ausdruck, wie dämlich wir sind. Ja, ja, aber gut, naja, gut, da stimme ich dir ja zu. Da sollte die Vereinigten Staaten und auch Kanada, das betrifft sie ja auch immer, da dieses Rosinenpicken ein bisschen aufhören, gerade in einer Weltkrise. Nur, es stimmt ja nicht alles, was du sagst. Sozusagen gerade die amerikanische Finanzministerin Yellen hat Europa geraten, nicht diesen Ölboykott zu beschließen. Erstens mal, also weil sozusagen die USA ja natürlich auch an der ökonomischen Stabilität Europas in der Globalisierung ein hohes Interesse haben. Aber auch, weil der Weltmarktpreis für Öl auch für die USA steigen würden, wenn wir hier etwas beitragen für das Steigen des Weltmarktpreises des Öls. Ja? Also so ist es ja nicht, dass das, was du behauptest, dass die USA Europa sagen, ihr müsst alles boykottieren. Nein, ich sage faktisch nicht. Ja, ey, ja, aber du bestätigst mich. Ich sage, die USA sind halt einfach im Eigeninteresse. Ne? Und wenn du das natürlich... Ist ja unser Interesse. First, ja, aber schau dir die Grund... Der Ölpreis ist ja ein schönes Beispiel. Das haben die Amis, die Yellen hat ja auch davor gewarnt vom Ölembargo, weil sie sagt, der Putin wird das Ölembargo kurzfristig sogar mehr verdienen, weil er wird zwar nur einen Teil, vielleicht einen Teil weniger absetzen, das ist nicht einmal sicher, dafür gibt es einen viel höheren Weltmarktpreis. Das heißt, da, wo er noch locker hinliefern kann, wie China, und Indien, die mittlerweile 100 Millionen Barrel genommen haben und sich drüber freuen, weil sie viel billiger produzieren können, wie wir depperten Europäer, die freuen sich. Und der Putin hat durch den gestiegenen Weltmarktpreis sogar mehr Einnahmen. Es ist ein Knieschuss für uns und der Putin freut sich noch. Ja, ja, und beim Öl, das nicht. Und beim Ölembargo muss man sich schon anschauen. Wer sind denn die Öllieferanten Österreichs primär? Österreich holt 7,8% von den Russen bis jetzt gehabt, ist jetzt ungefähr bei pari, das hat man ungefähr mit der EU zusammengekriegt, ist jetzt bei null. Ne? Höchstlieferant 38,9%, wusste ich auch nicht, sind die Kasachen. Mhm. Ne? Die Kasachen sind aber von den Transportwegen, transkaspische Route, Ukraine, Schwarzes Meer, Verminung, die Zugrouten sind noch nicht fertig, weil im Verkehrsministerium kennen wir ein bisschen aus da. Also wir sind bei den Kasachen, die sind total leicht abzudrehen.
drehen von den Russen, wann die wollen. Das sind 39%. Dann gibt es mit einem Ölembargo schon gröbere Probleme. Zweitmeisten liefert die völlig stabile, friedliche, bürgerkriegsfreie Republik Libyen. Und 20% liefert das völlig stabile, demokratische, bürgerkriegsfreie Irak. Also das sind die, auf die wir uns jetzt zusätzlich verlassen. Also ich sage mal, es könnte ein bisschen kritisch werden, wenn irgendwann mal so eine globale Sicht der Dinge macht. Und von den einzigen Europäern, die wir nehmen, sind 1,3% Großbritannien, wo wir geliefert werden, mit den 1,3% Rest aus demokratischen europäischen Ländern werden wir halt nichts machen können. Das ist sozusagen die große Problematik und auch das Dilemma, vor dem wir jetzt stehen, nämlich auch im weiteren Sinne. Man kann jetzt sagen, aufgrund von Produktionsunsicherheiten, gerade mit einer unsichereren Welt, wollen wir uns wieder mehr in Richtung Autarkie begeben. Ja. Das wird es erstens mal nicht vollständig spielen. Und auf der anderen Seite ist ja dieses Argument, dass man ökonomische Verflechtungen mit auch anderen Regimes, mit anderen Werten oder mit anderen Vorstellungen von Sicherheit und Frieden macht, sozusagen auch eine friedlichere Welt zu schaffen, nämlich weil der Preis für beide Seiten, das zu zerreißen, sehr hoch ist. Das ist ja kein falsches Argument gewesen, nur weil es jetzt einmal schlecht ausgegangen ist. Ja? Natürlich hat man da gesetzt, auch in Richtung von Russland, darauf, dass man die Welt friedlicher Macht durch Kooperation und wirtschaftliche Verflechtung und von Globalisierung. Es ist ja auch schon häufig ganz gut ausgegangen. Diesmal ist es einmal ganz schlecht ausgegangen. Mhm. Aber deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer, da jetzt im Rückblick alle verantwortlich dafür zu machen, weil man hinterher immer alles besser weiß. Ja? Das ist genauso, wie wenn man bei einem Verbrecher, den man ja auch resozialisieren will, ist jetzt nicht das allerbeste Beispiel, aber gleichzeitig ist es halt eine Ähnlichkeit. Es ist doch sinnvoll, dass man sich um Resozialisierung kümmert und sagt nicht, wann einmal einer rückfällig wird, die Resozialisierung ist falsch gewesen, sondern man sagt, in diesem einen Fall hat es nicht geklappt. Es ist schade und es ist ein Drama, aber deswegen ist die Resozialisierungsidee nicht falsch. Und genauso ist es in diesem Fall. Manche sollten halt nur im Häfen bleiben. Ja, das ist richtig. Danke, Heimo Lepuschitz. Manche sollten erst hin, ne? Danke, Robert Miesig. Wir werden, ÖVP-Witze. Wir werden leider die wirklich globalen Konflikte hier nicht lösen können, aber es war eine spannende Diskussion. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.